Ja, hi. Heute beschäftigen wir uns mit dem zentralen Kräftesystem, allerdings mit einer etwas kniffligeren Variante, nämlich dann, wenn zwei unbekannte Kräfte vorhanden sind. Was ist damit gemeint? Letztendlich haben wir hier ein zentrales Kräftesystem. Zwei Kräfte sind mit Betrag und Wirkrichtung bekannt und es sollen zwei weitere Kräfte hinzugefügt werden, sodass das System im Gleichgewicht ist. Und von diesen zwei zusätzlichen Kräften sind nur die Wirklinien bekannt. Ja? Also die Winkel Alpha 3 und Alpha 4 sind gegeben, aber wir wissen nicht, in welche Richtung die jeweiligen Kräfte wirken und wir wissen auch den Betrag nicht. Und das soll aber hier bestimmt werden. Beginnen wir wie immer mit den Gleichgewichtsbedingungen. Wir stellen also Summe aller Kräfte in Y-Richtung. Muss gleich 0 sein. Und bevor wir die jetzt aufstellen können, müssen wir diese Kräfte, die unbekannt sind, müssen wir annehmen. Und ich würde jetzt hier an dieser Stelle einfach die Kraft F3 auf dieser Wirklinie hier in diese Richtung hier annehmen und die Kraft F4 in diese Richtung. Wie ihr ja wisst, ist es nicht weiter schädlich, wenn ihr zu Beginn die Kräfte, die falsche Wirkrichtung annimmt, bekommt ihr hinterher im Ergebnis lediglich ein negatives Ergebnis heraus. Also, beginnen wir. Summe aller Kräfte in Y-Richtung muss gleich 0 sein. Wir haben die Kraft F1, die positiv wirkt, mit dem Sinus Alpha 1. Dann haben wir die Kraft F2, die negativ wirkt. Wir haben die Kraft F3, hinsichtlich Y-Richtung positiv angenommen, also plus F3 mal Sinus Alpha 3 und minus F4 mal Sinus Alpha 4 muss gleich 0 sein. Ich stelle jetzt diese Gleichung hier gleich nach einer Unbekannten um. Warum? Das seht ihr dann gleich. Ich wähle hier die Kraft F4. F4 ist gleich F1 mal Sinus Alpha 1 minus F2 mal Sinus Alpha 2 plus F3 mal Sinus Alpha 3 geteilt durch Sinus Alpha 4. So machen wir das gleiche mit Summe aller Kräfte in x-Richtung. Summe Fx ist gleich 0. Positiv haben wir die Kraft F2 mal Cosinus Alpha 2. Positiv ist auch die Kraft F3 mal Cosinus Alpha 3. Negativ die Kraft F1 mal Cosinus Alpha 1 und minus F4 mal Cosinus Alpha 4 ist gleich 0. So, wir haben jetzt zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Sollte euch gleich das Thema lineares Gleichungssystem einfallen, beziehungsweise das Thema Einsetzverfahren. Deswegen habe ich hier auch diese Gleichung nach F4 umgestellt. Ich kann diesen Ausdruck hier für F4 jetzt in dieser Gleichung einsetzen und eliminiere damit in dieser Gleichung die Kraft F4, habe also dann nur noch die unbekannte F3 vorhanden. Machen wir das mal. Es wird ein bisschen länger, deswegen schreibe ich hier unten weiter. Also, das hier setze ich hier entsprechend ein und erhalte dann F3 mal Cosinus Alpha 3 minus F1 mal Cosinus Alpha 1 und für F4 setze ich hier minus F1 mal Sinus Alpha 1 minus F2 mal Sinus Alpha 2 plus F3 mal Sinus Alpha 3 geteilt durch Sinus Alpha 4 und mal das Cosinus Alpha 4 nicht vergessen, ist gleich 0. So, jetzt müssen wir nach F3 umstellen. Machen wir das in zwei Schritten. Ich multipliziere erstmal diesen Ausdruck hier aus.
So, also f1 mal Sinus Alpha 1 mal Cosinus Alpha 4 geteilt durch Sinus Alpha 4 minus minus gibt plus, also plus f2 mal Sinus Alpha 2 mal Cosinus Alpha 4 geteilt durch Sinus Alpha 4 und minus f3 mal Sinus Alpha 3 mal Cosinus Alpha 4 geteilt durch Sinus Alpha 4. Das alles ist wieder gerade gleich 0. Jetzt können wir f3 ausklammern und auch nach f3 umstellen. Das ergibt sich dann für f3 minus f2 mal Cosinus Alpha 2 plus f1 mal Cosinus Alpha 1. Plus f1 mal Sinus Alpha 1 mal Cosinus Alpha 4 geteilt durch Sinus Alpha 4 minus f2 mal Sinus Alpha 2 mal Cosinus Alpha 4 geteilt durch Sinus Alpha 4 geteilt durch Cosinus Alpha 3 und minus Sinus Alpha 3 mal Cosinus Alpha 4 geteilt durch Sinus Alpha 4. So, wie ihr seht, ich hätte hier auch noch F2 und F1 ausklammern können. Der ganze Ausdruck wäre dann ein bisschen kürzer geworden. Ihr müsstet weniger im Taschenrechner eingeben, könnt ihr machen, wenn es euch lieb ist. Jedenfalls kann man jetzt hier für F3 die ganzen Werte einsetzen, die gegeben sind. Wir haben hier lauter bekannte Werte und können damit F3 ausrechnen. Und wenn ihr das macht, solltet ihr auf ein Ergebnis kommen von 5,464 Newton. So, und diese 5,464 Newton, das nutze ich jetzt als Ergebnis und setze sie hier ein, ja, um F4 zu berechnen. Und da erhaltet ihr dann, ich schreibe es mal noch dazu, wird jetzt hier wieder eingesetzt. Und für F4 erhaltet man dann einen Wert von 8,11 Newton. Ja, um sicher zu gehen, könnt ihr natürlich jetzt diese beiden Kräfte, die ihr ermittelt habt, in die jeweiligen Gleichgewichtsbedingungen nochmal einsetzen. Also hier für F3 und F4 entsprechend einsetzen, muss 0 rauskommen. Und hier für F3 und F4 die jeweiligen Werte einsetzen, muss auch 0 rauskommen. Zur Kontrolle, ob man sich unterwegs hier nicht irgendwo verrechnet hat. Also wie ihr gesehen habt, wenn ihr ein Kräftesystem habt, zwei unbekannte Kräfte, von denen nur die Wirklinien bekannt sind, beide Gleichgewichtsbedingungen aufstellen und über das Einsetzverfahren die ja, jeweiligen Unbekannten eliminieren, sodass ihr da entsprechend nach einer Unbekannten auflösen könnt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne.